Abonniert den Kanal, warum? Es ist kostenlos. Und hier gibt's einfach viel Spaß, Junge! Verdammt, jetzt habe ich einen Schaden davon gezogen. Schönen guten Tag und seid herzlich willkommen zu dem Golf 1 Cabrio Video. Ihr seid heute live dabei, ob ich die Kiste zum Laufen kriege oder nicht. Also ich habe keine Ahnung, da der ungefähr 3 Jahre jetzt hier rumsteht. Ich würde sagen, wir lassen uns überraschen. Ich werde ihn erstmal abdecken. Und dann versuche ich den zu starten. Das wäre der Plan für den Start des Videos. An dieser Stelle möchte ich nochmal erwähnen, Support ist kein Mord. Abonniert den Kanal und schreibt eure Meinung zum Golf 1 in die Kommentare. Das Abonnement ist für euch natürlich kostenfrei. Sehr geil. Der ist so geil. Alter Schwede. Gut, ich besorge mal Strom und dann schauen wir, wie es hier weitergeht. Wir haben auf jeden Fall schon mal ein Wasserproblem. Es ist noch Wasser drin. Ich bin gespannt. Also ich habe die Batterie jetzt zum Laden bekommen. Die war komplett tiefenentladen. Mit dem Ladegerät Reparatureinstellung geht nichts. Wenn ihr Batterien habt, die einfach nur noch 2 Volt haben oder so, also unter 5 Volt wahrscheinlich, dann werden die nicht mehr geladen durch diese Ladegeräte. Dann besorgt euch irgendeine Batterie, die gerade so noch 12 Volt hat. Das wäre diese. Macht das Ladegerät dran, dass im Prinzip die Batterie geladen wird und brückt die Kabel zu der Batterie, die nur noch 2 Volt hat oder was weiß ich. Lasst es 5 Minuten so und dann könnt ihr im Prinzip das Ladegerät umklemmen, denn dann hat die tief entladene Batterie auch wieder 12 Volt. So habe ich es jetzt hier auch gemacht. Es lädt jetzt und ich glaube, die Batterie hat derzeit 62 Ampere, was natürlich schlecht wäre, weil dann wäre die nach einer halben Stunde schon voll, was nicht geht. Dann wäre die Batterie tot. Ich lasse die jetzt trotzdem erstmal noch laden und dann werden wir hier einen Versuch starten mit diesem geilen Kfz, Alter.
Der Lack ist übrigens Tobi, da ist nichts. Also das, was ihr hier seht, ist nur Dreck. Da ich jetzt noch ein paar Minuten Zeit habe, bis es hier losgeht, wollte ich mich auf diesem Weg einmal herzlich bedanken für die Kanalmitgliedschaften, die abgeschlossen wurden. Das ist auf jeden Fall sehr geil und ich weiß das definitiv zu schätzen. Und vielleicht werden es ja noch mehr. Auf jeden Fall ein fettes Dankeschön für die Leute, die monatlich für mich einfach ein paar Euros locker machen. So Leute, ich habe keinen Bock mehr zu warten. Wir versuchen es jetzt. Der erste Versuch, das Cabrio zu starten. Ich habe das Zündkabel abgezogen. Halt, falscher Schlüssel. Oh, Batterielampe ist schwach. Alter. Geil. Geil, geil, geil. Sehr geil. Mega geil. Das klang gut, Leute, das klang gut. Jetzt drückt bitte die Daumen, alle die Daumen drücken. Eine 1, dass er anspringt. Eine 2, er springt nicht an. Schreibt es rein. Der muss anspringen. Alter, geil. Bitte, bitte. Junge, Junge,
Trick. Ein Trick, Junge, es gibt einen Trick. Wo ist die Schraube? Komm ich da ran? Du musst laufen, meiner. Du musst laufen. Sind etwas fest. Scheißegal. Jetzt könnt ihr euch ein Bild machen. Da muss natürlich geputzt werden. Mega. Ja, ist ein Klarglasleuchten drin. Ist mir scheißegal, der ist geil. Und ja, hinten sind auch schwarze Klarglas drin. Das war halt so. Das ist halt Tuning, Leute. Muss geputzt werden. Aber jetzt sag doch selber mal, der ist echt in einem super Zustand. Also hier ist nichts, das ist einfach, wenn überhaupt, nur Dreck, aber nichts anderes. Ein blaues Faltdach, ein ganz, ganz dunkles Lila. Braun, ich kann es euch nicht sagen, fast schwarz. Die Felgen sind schwarz und ihr seht, dass die Karosse einen etwas anderen Farbton hat. Aber am geilsten ist der Sound.
Der Einser. Ich fahre ihn erst mal wieder rein, denn ich muss jetzt Feierabend machen. Ich werde den morgen noch mal rausholen und dann werde ich ihn mal sauber machen und dann quatschen wir noch mal eine Runde. Vielleicht mache ich mal für euch den Absorber raus. Denn jetzt ist er eigentlich noch leise. Ja, vielleicht nicht ganz legal. Drauf geschissen. Ich erzähle euch morgen auch was zu diesen Türverkleidungen in Schwarz. Das habe ich selber gebaut. Ich finde es sehr nice, weil die Originalen waren kaputt. Aber dazu gleich mehr. So, meine lieben Leute, ich habe mich etwas beruhigt nach der ganzen Aufregung hier, dass es doch alles funktioniert hat. Viel besser als ich dachte, muss ich sagen. Ich habe mir jetzt mal grob abgewaschen, ja. Also der ist jetzt nicht sauber oder so. Es ist jetzt einfach nur, damit ihr mal einen Eindruck davon bekommt. Von diesem geilen Kfz. Und wer jetzt reinschreibt, dass das nicht geil ist, der hat irgendwas Komisches genommen in seinem Leben, was ihm auf jeden Fall geschadet hat. Das ist mega. Durch die 14 Zoll sehr tief, muss ich sagen. Also mit den 15 Zoll Keskin-Felgen hat man auch nicht so viel Platz im Radlauf. Und er ist vorne, denke ich mal, 1,5 cm höher. Da sieht es ein bisschen stimmiger aus, obwohl das so auch echt irgendwie ein geiles Konzept ist. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Diesen roten Perlmut-Glitzereffekt, oder? Es ist kein Rot, keine Ahnung, was das ist. Weinrot, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sieht es geil aus. Ja, das zum Einser. Es gibt natürlich ein paar Sachen, die mich stören. So ist es nicht. Also vom Lack ist er echt gut. Hier, original. Innen auch sehr gut eigentlich alles. Wie gesagt, die schwarzen Türverkleidungen, die waren zerschnitten. Also die waren vorher nicht schwarz, die waren vorher so wie die Sitze logischerweise. Deswegen habe ich die mit schwarzem Stoff bezogen. Und habe hier diese Lautsprecheradapter dran gebaut. Muss mal zumachen, hier ist Wind im Cabrio. Ja, ansonsten müsste man halt echt mal aussaugen. Aber er ist wirklich schick. Spinnweben. Hier hat man halt so ein paar Sachen. Das bleibt nicht aus. Aber ansonsten im Allgemeinen ein guter Zustand. Und die Leute, die KC e-tronic fahren, sollten eigentlich diesen Sechskantschlüssel kennen. Hier haben wir auch kleine Löcher, keine Ahnung warum, aber es ist halt so. Das Lenkrad ist mega, ist eigentlich ein Holzlenkrad, das wurde mal weiß lackiert. Ich finde es geil. Es ist halt oldschool. Jetzt gucken wir mal vorne rein. Kommen wir mal zu den negativen Sachen. Das Fahrzeug war mal weiß. Die haben leider damals den Motorraum nicht mitlackiert, was schade ist. Hier ist schon ein bisschen schwarz. Der Motor ist natürlich auch nicht absolut schick oder so. Hier ist übrigens das Wasserproblem. Aber es ist Wasser drin, es funktioniert alles, es ist auch dicht. Ja? Also er läuft echt gut. Man müsste halt hier einmal vorne alles rausholen, den Motorraum auslackieren, den Motor schick machen, die Domstrebe in Wagenfarbe und alles wieder rein. So. Und diese hier könnte man vielleicht auch mitlackieren.
Aber ansonsten würde ich sagen, ist es ein Top-Fahrzeug. Ich finde auch die Rückleuchten irgendwie passend. Auch wenn es Klarglas sind. Irgendwie sieht es schon geil aus. Die Türgriffe sind nicht original, die habe ich nachgekauft. Funktioniert aber alles, ohne Probleme. Und es war auch noch irgendwas mit der Chromleiste. Ich glaube, hier drüben ist eine schwarze Leiste dran. Hier. Hier ist zumindest eine Leiste dran ohne Chrom. Ja, das Schiebedach ist aber komplett in Ordnung. Was soll ich sagen? An sich ein sehr schönes Fahrzeug ohne irgendwelche krassen Mängel. Ich glaube, hier fehlt irgendwas. Habe ich mich aber nie drum gekümmert. Mal gucken, ob die Musikanlage noch drin ist. Ja, die Bassbox ist noch drin. Ah, der Dämpfer hält nicht mehr. Ja, und hier fehlt, glaube ich, noch irgendwie die Verkleidung. Auf jeden Fall nimmt die Bassbox den kompletten Kofferraum ein. Aber ist drauf geschissen, die müsste eh raus. Die braucht kein Mensch. Mega. Ich finde ihn mega. Ich weiß, ich habe es jetzt schon 8 Mal gesagt. Ist mir scheißegal, der ist mega. Machen wir doch mal einen Geräuschtest mit und ohne Inlay von der Auspuffanlage. Das war's für heute mit dem Golf 1 Cabrio GX 98 PS Karche e-tronic. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr das New Beetle Video noch nicht gesehen habt mit den 18 Zoll, die ich aus der Garage rausgekramt habe, dann zieht euch das Video hier oben rein. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche und wir sehen uns bis später. Peace.